Hallo und herzlich willkommen, ich bin auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, euch geht es euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der heutigen Folge werden wir mal die Wolle hier zur Spinnerei aufbringen. Dann werden wir mal den ganzen Honig einlagern. Den Honig einlagern, sage ich, den Honig aufladen und verkaufen. Und verkaufen die Eier, werden wir auch verkaufen. Und dann werde ich mir ein Kühlhaus bauen, dass wir ein paar Produkte von Garten einlagern können. Man kann das so auch einlagern, aber ich möchte es ein bisschen realistisch haben. Und dann werden wir uns auch einen Stapler kaufen. Wieder. Wieder. So, jetzt muss ich mal schnell die Plane aufmachen. So, dann machen wir die Plane zu. Da haben wir da unsere Produktion, 36.000, die Kuh jetzt hat laufen. Ja, das ist nämlich ein LKW mit Autoloot. Was haben wir denn vor Seelinner? Ich habe keine rechte Idee, wo man die Spinnerei hinsetzen sollen. Es ist ja nämlich so, wenn man kann da herum ja nichts bauen. Das ist ja das Blöde. Seht ihr das? Ich müsste das Land um mir herum müsste die noch kaufen. Und der Hügel, was mich gerade selber interessiert. Der kostet 923.000, dass ich da herum die zweite Spinnerei bauen kann. Das heißt, ich brauche da gute 1 Million Euro, dass man da herum die zweite Spinnerei bauen kann. Dann. So, auf geht's zurück zum Hof. Zwei Helfer laufend, da ein Seetut, da ein Striegel gleich hinten noch. Ich wollte eigentlich in der Folge Heu machen, habe mir jetzt dann Decht umentschieden. Ich sag's eigentlich der KI. Dumm wie Brot, der einmal. Dumm wie Brot. Na gut, der von the road, der KI, ist als eine viel intelligenter. Aber zumindest ein bisschen. So, weil ich zeige ich das einmal mit dem Autoloot nachher. Kleiner Baum und ich stehe. Gibt es auf dem Mod-Hub, falls das nur, dass man es noch nicht weiß. Dadurch, dass ich alles im Vorhinein aufnehme, bin ich eigentlich der Folge schon 2 Monate, glaube ich, jetzt voraus. Also wenn ihr das seht, vor 2 Monaten habe ich das schon aufgenommen. Anfang Juni.
5. ist halt. Ja. Na, der 4. Juni ist halt. So. Jetzt machen wir wieder die Plane auf. Und genau für das habe ich jetzt den Autoloot. So. Autoloot einschalten. Dann nehmen wir diese jetzt auch noch gleich mit. Ihr seht es. Die Plane schließen. Funktioniert schön verpackt. Und dann fahren wir zum Honig verkaufen. Kriegen wir den überhaupt dafür? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich wollte es einfach mal unbedingt zeigen. Multi-Einkaufsstation. So, das mit die Eier macht man dann auch gleich so, genauso. Sollten wir jetzt doch gleich nur mehr eine Ladung Eier mitnehmen, dass wir es früh haben. Geht mal. Ah, okay, dann kann man gerade einmal eine Sorte. Man kann gerade eine Sorte in den Auto gut aufladen. Halt, da ist noch einer schon. Bis auf drei Paletten. Bis auf drei Paletten haben wir es auf der Zeit alles beieinander. Schaut gut aus, schaut gut aus. Okay, dann wird das doppelt gerechnet. Oder dreifach. Na, können wir da mit dem Autoloot. Dann können wir da Achso, und das könnt ihr sich uploaden natürlich auch. Das zeige ich jetzt auch gleich. Wenn wir gerade da zu da. So. Plane öffnen. Und dann kann man das abladen, auch wieder, da entladen. Das war jetzt nicht so gut. Schauen wir mal, ob wir den wieder rauskriegen. Gehabt. Aber als ob sie es gesehen. Er schmeißt es dann da daneben her. So. Also das könnt ihr es holen, dann an einer Stelle abladen. Heute fahre ich schon einen Scheiß zusammen. Oder vorher wäre ein Scheiß zum.
So. Jetzt mal kurz schnell schauen. Die zwei werden sie jetzt gleich in die Wolle kriegen, da unten die zwei Helfer. Oder vielleicht auch nicht, dass sie das gut ausgeht. Brauchen du jetzt das Geld nicht. Aber ich würde es jetzt gerade mal herzahlen. Weil ich mal den Team versetzen möchte. Den Trigger noch hat für den Honig. Schaut gut aus. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. €17.000. Wenn wir gut 20.000 € mal kriegen. Das machen wir jetzt das gleiche mit den Eiern. Mit den Eiern machen wir es so, dass wir zuerst über die Bäckerei fahren. Also zuerst mal schauen, ob wir bei der Bäckerei Eier brauchen und nachher das einlagern. Oder verkaufen. Verkaufen, einlagern dann ja nicht. Noch nicht. Das sind dann ja die Hühner versitzen. Ich weiß gut, war, wenn wir die Schulden zurückgezahlten, gell? Unser Startpunkt hier. Wenn wir das letzte Mal die Manitou kaufen, und ich glaube, wir werden jetzt diesmal die New Heinrich kaufen mit der Ladestation. Oder die Ladestation der Stange kaufen, wenn ich es brauche. Ich habe nämlich Großes vor. So. 18 Uhr, plane auf. Ja, beruhig dich. Okay, die Hütte sieht so aus. Gut. Gut.
Gut, 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 gut. Wie weit sind wir denn in der Kammer? Uiuiuiuiuiuiui. Da schauen wir die so. Das schaut mal ganz hervorragend aus. Dreimal hoch durch das Stapeln. Dreimal hoch durch das Stapeln. Das ist ja hervorragend. Hervorragend. Bis zu 80% sind wir voll. Dann schauen wir mal, was wir kriegen für die Eier. Die Eier. Mehl. 2000, jetzt schauen wir gerade mal schnell, was da der Helfer. Die gehen ihren Weg um dir zwar. Helfer, die gestoppt. Dann klappen wir den schnell zusammen, weil dann kommt der nicht weiter auf. Will rettig groß und dann können wir nämlich, da ist mal ein bisschen zwei dummer können wir nämlich jetzt. Da ist man ein bisschen zwei dummer können wir jetzt so einen Strafmusist Gerste aufsetzen. Da müssen wir so mal eine Strafe groß nachsahen. Machen wir ein bisschen mehr. Wachsend. Schauen wir mal. So, den machen wir mal so. Den machen wir Start mal los. Dann haben wir da nämlich das Unkraut auch schon vernichtet, da jetzt mal sagen. So weit dick. Dann brauchen wir da Eier. Ja, ein paar Eier brauchen wir. Dann über die Bäckerei. Und dann skippen wir uns den Tag für hier. Und da habe ich mir jetzt entschlossen dazu, dass jetzt, egal was mir jetzt kosten wird, ich werde da eine rohe Wiese machen. Vielleicht sogar Wald, ich weiß jetzt noch gar nicht. Weil definitiv machen wir mal Wiese. Oder Raps. Ich glaube Wiese ist besser. Ich glaube wir brauchen Futtermittel, brauchen wir mehr als wir Raps. So. Lassen wir mal dort die Eier. Einer passt. Haben wir ja noch 74% zum Verkaufen. Wohin geht? So.
Schande für jeden Tracker, der was mir da zuschaut. So. Ich weiß nicht, im Sommer ist es nicht so, dass die Leute so viel YouTube-Videos schauen, weil sie viel in Urlaub sind. Ich mache es aber trotzdem nach wie vor gern weiter so, wie ich es jetzt habe. Erstens, weil ich mir meinen Tagesablauf genauso gelegt habe und zweitens, weil ich einfach gern Videos aufnehme. Und wenn gerade einer oder zwei schauen über den Sommer, dann bin ich ja schon. Dann haben wir ja schon. Habe ich ja schon ein oder zwei Abonnenten glücklich gemacht. So. Muss ja nicht dabei sein, um das. Dass die Hunderttausende aufgezählt. Ah, 60.000 sind es auch gewesen, gell? 60.000 sind es auch gewesen. Wo positionieren wir jetzt die Sofassel? Streuer positioniere ich nachher daher. Heute tut es mir gar nicht mehr vor. Heute fahre ich so einen Krampf zusammen. So, ich möchte jetzt den Hof aufräumen ein bisschen. Licht ausschalten da. Ja, es ist ja. Ah Gott. So. So, jetzt mal kurz schauen, was die ganzen Maschinen hochgeschalten sind. Dann skippen wir uns einen Tag Führer. So, 162.000, das heißt, den werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nach hinten versetzen, so dass wir da eine schöne Linie zusammenbringen. So weit wäre ich noch außer von.
Dann brauche ich ein Kühlhaus. Das habe ich eh schon vorbereitet. Jetzt passen wir auf. Das ist dann das Kühlhaus. So. Und ihr mir denkt, ich mache mir jetzt das so. Ich fahre jetzt da aufs weiteste außer, was geht. Und aufs weiteste zurück, was geht. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann habe ich nämlich da einen schönen Abschluss von meinem Grund. Dann schaue ich mir mal das jetzt da hinten. Ich weiß, ich wollte da den Weg aus sie machen. Aber ich habe mich jetzt dann echt anders dazu entschlossen. Weil ich hätte jetzt da den, das weiter auf da können, gell. Ich hätte ihn auch weiter auf versetzen können. So. Schaut der Gold einmal so schlecht aus. Und dann kann er da den Weg auf machen fürs Feld. Dann mache ich da den Weg auf fürs Feld und dann fahre ich da außer. Und das passt halt eigentlich eh ganz gut. Bisschen aufpassen müssen wir es halt. Bisschen aufpassen müssen wir es halt. Und dann haben wir da eigentlich eh schon einen guten Winkel. Jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir. Vor Sale. Jetzt passen wir auf. Ein Kipper. Den da. Okay, jetzt passen wir auf. Jetzt ein Stapler. Jetzt brauchen wir mal einen Stapler. Das ist jetzt der Jungheinrich. Haben wir den aus dem Motorrad gelernt? Und das ist jetzt der dazugekommen. Durchs Update. Stufenlos. 33 PS, 57 PS. kW, 17 PS, 1,6, 1 auf 5 Tonnen. Jawohl, jetzt nehmen wir den. Weil der hat nämlich einen Seitenhuber. Okay, jetzt passt es mir auf. So. Das ist jetzt mal eins, was wir haben. Daher passt es ja. Bis daher passt es ja. Jetzt sage ich jetzt das Kühlhaus, weil es gibt ja vielleicht ein paar, die Old Stream Farm nicht gesehen haben. Und dann haben wir da das Kühlhaus. Dann stellen wir jetzt mal da den Stapler rein. Vor allem. Ich mag einen jungen Heinrich schon. Ich bin so ein Manitou-Fan, was die Geräte angeht, aber beim jungen Heinrich hier in dem Spiel, seht ihr, er kann einmal so und einmal diesen hier kann. So. Dann haben wir da ein paar die Flächen, gell? Jetzt machen wir uns da zuerst einmal die Flächen. Ich möchte ja da jetzt dies zunutze machen mir. Das ist glaube ich unter Tools hin. Jawohl, da ist die Rampe, wo ich möchte. Das ist so eine Verladerampe für einen LKW, gell? Die würde jetzt gerne so positionieren. Warum? Weil jetzt in der Old Stream Farm habe ich es neben die Halle gesetzt und dann war das auch ein bisschen kompliziert zum Zurifahren.
So. Ah, das passt gut. Dann habe ich da nämlich mein Verladebereich. Weil dann kann ich mir noch eventuell da noch zweite Rampen vielleicht nochmal herbauen. Ich bin so wie ich bin, da kannst du nichts machen. So, dann braucht man für die Laderampen braucht man den geeigneten Auflieger. Das war jetzt der mit Autoloot. Und das war der ganz normale Standard. Wir haben jetzt da um Krone machen wir da Giants. Weil es wurscht ist. Passt. Haben wir da noch 30.000. Dann haben wir die auch gleich aus. Der Landschaftsbau. Und zwar, dass wir da hier dies ungleichen. Jetzt passen wir auf. Hügel. Dann Hügel Zielpunkt setzen. Zielpunkt setzen. Okay. Dann machen wir das so. Muss ja nicht alles hundertprozentig sein, so. Ich hätte jetzt da auch ganz gern das bisschen weiter außen gehabt. Jetzt muss ich mal. Ah, setzen wir den Zirk mal den da ein bisschen weit aus, sehe ich ja wurscht. Ah. Zirk mal den ein bisschen weit aus, wieso würde ich die sagen? So, dann mal die Folie aufsetzen. Weil auch nicht schlecht, dann seht ihr mal, wie real wird das schon, das ist.
So. Weil uns die Flächen da schon hinkriegen, wenn wir das Wildes wie. So. Dann schauen wir uns das jetzt da noch mal an. Jetzt passen wir auf, dann zeichnen wir uns jetzt da gleich den Weg an. So, haben wir den 37, ich bin ja schon wieder drüber über die Zeit. Die Zeit vergeht mit dem einfach so schnell. Und da auffahren. Na, passt mir nicht, liebe Sportsfreunde. Das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Da werde ich dann das nächste Mal den Auflieger hinstellen. Das zeige ich jetzt noch. Das müsst ihr euch jetzt feststellen, da steht jetzt Auflieger. Dann überladen, starten. Dann geht das Ding auf. Bringen Sie so auf den Auflieger drauf und fertig. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versandt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!